Wie regelmäßige Zuschauerinnen meines Kanals wissen werden, sieht die finanzielle Lage für kommunistische Influencerinnen nicht mehr so rosig aus wie früher, seitdem die Bundesregierung ihr Unterstützungsprogramm für Linksradikale deutlich zurückgefahren hat. Es ist Zeit, darüber zu sprechen, wie eigentlich die finanzielle Lage von YouTuberinnen aussieht, wie man reich werden kann mit YouTube oder auch nicht reich werden und was es eigentlich bedeutet, an Kosten und Einnahmen einen YouTube-Kanal zu betreiben. Ein Thema, das in den Frage-Antwort-Runden unter meinen Videos immer wieder thematisiert wird, immer wieder nachgefragt wird, ist das nach meinen Einnahmen und Ausgaben. Ich möchte an dieser Stelle mal ernsthaft darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, einen YouTube-Kanal zu betreiben, was für Kosten damit verbunden sind und was für Einnahmen man potenziell damit haben kann. Um es gleich vorwegzunehmen, meine eigenen direkten Einnahmen aus diesem Kanal betragen genau 0 Euro. Mein Kanal ist nicht monetarisiert. Mein Kanal erfüllt seit langer Zeit die Voraussetzung für eine Monetarisierung. Man braucht bei YouTube, um monetarisiert zu werden, eine bestimmte Zahl von Abonnenten. Ich glaube, das sind 1000. Man braucht eine bestimmte Zahl von Wiedergabestunden und man muss eine bestimmte Zeit registriert sein, damit man eine Monetarisierung beantragen kann. Wenn man eine Monetarisierung beantragt hat, wird dann geprüft, ob der Kanal die dafür notwendigen Richtlinien erfüllt. Und wenn das durchgegangen ist, wird man an den Einnahmen des Kanals insofern beteiligt, als YouTube einem dann einen kleinen Teil der Werbeeinnahmen überweist. Es ist ja so, dass YouTube grundsätzlich in Videos Werbung anzeigt, unabhängig davon, ob die Content Creator, die diese Videos erstellt haben, damit etwas verdienen. Bei einer Monetarisierung kriegt man jetzt einen kleinen Anteil dieser Werbeeinnahmen. Das ist aber, wenn der Kanal nicht extrem groß ist, eine relativ unbedeutende Summe. Bei den meisten Kanälen, die jetzt nicht hunderttausende Followerinnen haben, ist Monetarisierung, sind die direkten Werbeeinnahmen von YouTube höchstens ein Nebenverdienst. Es ist jetzt schon so, dass mein Kanal, der verglichen mit richtig großen YouTube-Kanälen immer noch ein kleiner Kanal ist, aber für einen, ich sag mal, ideologisch nischigen Politkanal trotzdem eine relativ große Reichweite erreicht hat. Ich könnte damit durchaus Monetarisierungseinnahmen in einer für meine persönlichen Finanzen merklichen Höhe bekommen. Also es wäre schon realistisch, dass wenn ich das versuchen würde, ich einen niedrigen dreistelligen Betrag monatlich an Werbeeinnahmen von YouTube bekommen würde. Ich habe das trotzdem nicht gemacht und es gibt gute Gründe, warum ich mich gegen eine Monetarisierung entschieden habe, zumindest vorläufig. Ich muss vorausschicken, das ist keine Prinzipienentscheidung. Wenn mein Kanal jetzt eine derartige Reichweite erreichen würde, dass davon auszugehen wäre, dass ich nur von den Werbeeinnahmen durch die Monetarisierung ein super sorgenfreies, ein üppiges Leben führen könnte, dann würde ich es schon machen. Es ist albern, das Prinzip abzulehnen. Ich vertrete nicht die Ansicht, dass Menschen, die innerhalb einer kapitalistischen Klassengesellschaft leben, sich dafür schämen müssen, dass sie auf irgendeine Art ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, keine Mindestlohn-Scheißjobs mehr ausüben zu müssen, weil ich durch die Monetarisierung genug verdiene, dann würde ich das in Anspruch nehmen, würde mich auch nicht dafür schämen, dass ich durch meine Aktivität auf YouTube meine Mietkosten, meine Kosten für Lebensmittel und Kleidung bestreiten kann. Aber wie gesagt, ich werde nachher etwas ausführen, warum ich das bisher nicht tue, warum ich mich bisher gegen eine Monetarisierung entschieden habe. Wenn ich von der Möglichkeit der Monetarisierung des Kanals spreche, dann muss man das in Verhältnis setzen zu den Ausgaben, die ich für diesen Kanal habe. Und ich will deswegen mal anfangen, darüber zu reden, was es mich eigentlich kostet, diesen Kanal zu betreiben, was es mir gekostet hat, die technische Ausstattung anzuschaffen, die ich jetzt habe, mit was für Anstrengungen und Herausforderungen YouTube-Kanal verbunden ist. Was kostet es, einen YouTube-Kanal zu betreiben? Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Die Kosten des verwendeten technischen Equipments können von 100, 200 Euro bis zu Hunderttausenden Euro gehen. Es gibt genug YouTube-Content-Creator, die relativ erfolgreich Content erstellen, indem sie einfach nur ihr Smartphone und überhaupt keine weitere technische Ausstattung verwenden. Und es gibt Content-Creator auf YouTube, die das mit einer Professionalität, mit einem technischen Equipment wie ein kleiner oder sogar mittelgroßer Fernsehsender betreiben, die Equipment, die ein gesamtes Team im Wert von Hunderttausenden Euro mit monatlichen Ausgaben von Tausenden Euro haben, die dementsprechend natürlich auch viel höhere Einnahmen haben müssen, damit das haltbar ist.
Mein Kanal hat tatsächlich damit begonnen, dass ich einfach mit meinem damaligen Smartphone, das nicht mal ein gutes Smartphone, sondern ein 250-Euro-Smartphone war, begonnen habe, Videos aufzunehmen. Ich hatte keinerlei sonstige technische Ausrüstung. Ich habe einfach die Videos aufgenommen. Ich hatte nicht mal ein Stativ für das Smartphone. Ich habe das Smartphone einfach auf einen Bücherstapel angelehnt, damit es während der Aufnahme hält. Ich habe kein externes Mikro verwendet, sondern das grauenhaft schlechte interne Mikro des Smartphones. Und habe ein Smartphone verwendet, das eine maximale Auflösung von Full HD hatte, das offensichtlich nicht mal richtiges Full HD, sondern abgesampeltes 720p war. Und das sieht man diesen Videos auch an. Also während meiner Timeline zurückgeht, die Videos von 2021, 2022 anschaue, die sehen dramatisch anders aus als die aktuellen Videos. Mir ist immer wieder empfohlen worden, mehr Geld zu investieren in bessere technische Ausrüstung. Habe diese Ratschläge in den Kommentarspalten ziemlich lange ignoriert. Einerseits, weil ich einfach keine Kohle hatte, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte, wirklich viel Geld auszugeben für technische Ausrüstung. Andererseits, weil das Thema mich auch so überhaupt nicht interessiert hat, weil Videotechnik, Audiotechnik, Aufnahmetechnik einfach Dinge waren, die mich zu Tode gelangweilt haben. Mein YouTube-Kanal war für mich einfach eine Plattform, mein Content, den ich bisher nur auf Facebook und andere Social-Media-Plattformen gestellt hatte, in einer audiovisuellen Form zur Verfügung stellen zu können für Leute, die halt lieber einen Text hören oder sich ein Video anschauen, als einen längeren Text in Schriftform zu lesen. Die technischen Details der Ausführung waren mir vollkommen egal. Mich hat das alles tödlich gelangweilt. Das hat sich dramatisch verändert vor knapp einem Jahr. Ich habe im Sommer 2023 begonnen, das Equipment meines Kanals dramatisch aufzurüsten. Das war mir finanziell nur möglich, weil ich zu der Zeit gerade von Wien nach Berlin umgezogen war, aus meiner Zeit in Wien noch große Ersparnisse hatte, weil ich 5-6 Jahre lang jeden Monat 200-300 Euro gespart habe, auch für die Möglichkeit eines späteren Umzugs. Dadurch eines ersten Mal in meinem Leben eine größere, sofort verfügbare Summe zur Verfügung hatte und mir gedacht habe, ich kann es mir jetzt mal leisten, auch wenn ich momentan in Berlin noch keinen festen Job habe. Ich habe genug Ersparnisse übrig, dass ich es mir leisten kann, ein bisschen mehr Geld in den Kanal zu investieren, dem Kanal ein bisschen professionelleres Aussehen zu geben, um damit möglicherweise etwas seriöser zu erscheinen und ein etwas größeres Publikum anzuziehen. Der erste Schritt, den ich gemacht habe, war, dass ich auf meinem Smartphone umgestiegen bin auf eine dedizierte Kamera. Das war damals allerdings noch eine der kleinsten Kameras, die es gibt, nämlich die Sony ZV-1. Das ist eine 1-Zoll-Kompaktkamera, also mit der kleinsten Sensorgröße, mit der dedizierte Kameras überhaupt hergestellt werden, aber immer noch ein deutlich größerer Sensor, als es irgendein aktuelles Smartphone hat. Die ZV-1 war ein technisch ziemlich großer Sprung für mich. Einerseits, weil die Videoqualität dann gesprungen ist von einem schlechten Full HD auf 4K. Andererseits, weil ich eine viel bessere Audioqualität bekommen habe. Zuerst dadurch, dass die ZV-1 ein echt gutes internes Mikro hat. Weitaus besser als das interne Mikro meines Smartphones. Andererseits dadurch, dass ich dann bald mir auch ein externes Mikro gekauft habe, das eine dramatisch bessere Audioqualität hatte. Andererseits hat die ZV-1 aber auch dafür gesorgt, dass ich plötzlich ein genuines, ein starkes Interesse an Kameratechnik, an Aufnahmetechnik, an Videografien, dann auch an Fotografie entwickelt habe und plötzlich die Anschaffung von Kamera-Equipment, von Audio-Equipment etwas war, das mich selbst interessiert hat, das mir selbst Spaß gemacht hat. Ich plötzlich eine Leidenschaft für Videografie und Fotografie entwickelt habe, nachdem ich mal festgestellt habe, wie viel mehr Spaß Videografie und Fotografie mit richtigen Kameras als mit Smartphones und noch dazu mit einem schlechten und alten Smartphone macht. Das Negative dabei war natürlich, dass ich bald festgestellt habe, dass Aufnahmetechnik, dass Videografie, Fotografie, Audiotechnik finanziell ein Fass ohne Boden ist. Und ich habe dann tatsächlich in den darauffolgenden Monaten den Großteil meiner Ersparnisse vernichtet für den Kauf von immer mehr und immer besserem technischem Equipment. Schon 4 oder 5 Monate, nachdem ich mir im Sommer 2023 die ZV-1 gekauft habe, hat mich die Lust überkommen, dass ich erstens eine Kamera mit noch größerem Sensor, andererseits eine Systemkamera wollte mit der Möglichkeit des Objektivwechsels. Ende Oktober 2023
habe ich mir dann als erste Systemkamera die ZVE-10 von Sony gekauft. Dazu gleich 3 oder 4 Objektive. Das war dann nochmal ein erheblicher Sprung in der Bildqualität. Andererseits durch den größeren Sensor, andererseits und durch die lichtstärkeren Objektive, andererseits aber auch ein Sprung in der Audioqualität, weil ich mir auch noch bessere externe Mikrofone gekauft habe. Das hat mich immer noch nicht zufriedengestellt. Nach ein paar Monaten haben die technischen Schwächen und Unzulänglichkeiten der ZVE-10, die die kleinste und günstigste APS-C-Kamera von Sony ist, mich so frustriert, dass ich mir eine zwar vom Sensor her nicht größere, aber technisch weitaus fortgeschrittenere APS-C-Kamera von Sony gekauft habe, die A6700, die so das aktuelle APS-C-Flaggschiff ist. Und da bin ich dann langsam in den finanziell ruinösen Bereich hineingeraten, denn die A6700 hat allein das Kameragehäuse mich 1600 Euro gekostet, dazu noch einmal mehrere 1000 Euro für zusätzliche lichtstarke Objektive. Und damit hat es eigentlich erst angefangen. Ich habe mir dann in den darauffolgenden Monaten noch mehrere Objektive gekauft, bin mittlerweile bei 13 APS-C-Objektiven und es zuckt mir schon in den Fingern, auch wenn es mir jetzt momentan nicht mehr leisten kann, mir in absehbarer Zukunft eventuell auch noch eine Vollformatkamera mit noch größerem Sensor, mit noch mehr Objektivmöglichkeiten zu kaufen. Das wird aber eine Weile dauern, bis ich dafür die Kohle zusammen habe. Und realistisch betrachtet können meine APS-C-Kameras und die Objektive, die ich jetzt habe, auch wirklich alles, was ich damit machen will. Um es mal runterzubrechen, wie viel habe ich direkt oder indirekt für die technische Ausstattung dieses Kanals ausgegeben? Das dürften seit Juli tatsächlich die für mich selbst ziemlich schockierende Summe von etwa 7.500 Euro sein. Damit habe ich den Großteil meiner Ersparnisse aufgebraucht, kann es mir jetzt tatsächlich nicht mehr leisten, mir noch in den nächsten Monaten noch irgendwas an Equipment dazu zu kaufen. Habe mittlerweile zwar einen Teilzeitjob in Berlin angenommen, aber mein Einkommen dabei reicht jetzt bei weitem nicht, dass ich nochmal 1.000 Euro für Equipment ausgeben könnte. Das heißt, das, was ich jetzt habe, muss jetzt erstmal auch eine Weile reichen. Wie viel Geld habe ich für welche Stücke meiner Ausrüstung ausgegeben? Die Kamera, die mich jetzt gerade filmt, ist die ZVE-10, also die erste Systemkamera, die ich mir im Oktober gekauft habe, die ich als Zweitkamera behalten habe, obwohl ich mittlerweile auch die A6700 habe, die in vieler Hinsicht besser ist als Studiokamera, ist die ZVE-10 aber einfach genauso gut. Es gibt keinen Grund, warum ich als Studiokamera die A6700 benutzen sollte. Die ZVE-10 hat mich das Kameragehäuse mit Kit-Objektiv, mit dem man relativ wenig anfangen kann, ich werde auch ein eigenes Video darüber machen, etwa 700 Euro gekostet. Das Objektiv, das mir jetzt gerade filmt auf der ZVE-10, das Zeiss 24mm 1.8 habe ich gebraucht gekauft. Das hat gebraucht, ich glaube, 420 Euro gekostet. Aber normalerweise filme ich mich mit einem anderen Objektiv, dem Sony 15mm 1.4. Und das ist eines der teuersten APS-C-Objektive überhaupt. Dafür habe ich etwa 700 Euro bezahlt. Das Mikrofon, in das ich momentan reinspreche, ist ein Sennheiser MKI 400. Dafür habe ich etwa 170 oder 180 Euro bezahlt. Die Lichter, die jetzt mein Gesicht von der Seite beleuchten, damit ich diesen Effekt haben kann, eines gut belichteten Kopfes mit einem dunklen Hintergrund, haben mich so 70, 80 Euro gekostet. Die Stative, auf denen die Lichter, das Mikrofon und die Kamera gerade stehen, das sind 4 verschiedene Stative, die haben mich zusammengenommen so 100, 120 Euro gekostet. Die Speicherkarte, die gerade in der Kamera steckt und die Datei aufnimmt, hat so 30 Euro gekostet. Das ist sehr wenig, weil die ZVE-10 alt genug ist, dass sie mit günstigen, relativ langsamen V30-Speicherkarten alles machen kann, was sie kann. Das heißt, mit diesem Setup könnte ich jetzt eigentlich, wenn ich nur Studio-Videos mache, auskommen. 700 Euro für die ZVE-10, 700 Euro für das Sony 15mm 1.4, ungefähr 200 für ein Mikro, etwa 100 für Beleuchtung, etwa 100 für Stative, 30 für eine Speicherkarte, sind wir bei unter 2000 Euro. Damit würde ich nur für Studio-Videos auskommen. Jetzt ist es aber so, dass mich auch immer mehr die Leidenschaft ergriffen hat,
Videografie, Fotografie auch außerhalb meiner Wohnung zu treiben. Und dafür brauche ich andere, dafür brauche ich eine größere Vielfalt von Objektiven und da wird es halt richtig teuer. Da kommen dann, damit ich eine Kamera mit besserer Stabilisierung, mit besseren Videofunktionen und so weiter habe, die 1600 Euro für die A6700. Da kommen, was habe ich momentan an Objektiven, 300 Euro für das Sigma 56, das ich gebraucht gekauft habe, 250 für das Sigma 30mm, 150 oder 200 Euro als Teleobjektiv für das Sony 55 bis 210, 100 Euro für ein kleines Makroobjektiv, das ich gebraucht gekauft habe. 350 für das Sony 85mm, das ich auch gebraucht gekauft habe. 500 Euro für das Sigma 18 bis 50 mm, das so mein Standard Allround Fotografieobjektiv ist. Was habe ich sonst noch? Na, ich glaube, das war es tatsächlich an APS-C-Objektiv. Naja, das Kit-Objektiv, das war sowieso ein Kauf dabei. Naja, dann das 18 bis 105 mm von Sony als ein Allround-Video-Objektiv habe ich auch Gebrauch gekauft für 250 oder so. Für die ZVE-10, die Bildstabilisierung braucht, das 35 und 50 mm Bildstabilisierte von Sony waren so 500 Euro zusammengenommen. Da kommt eben einiges zusammen. Das sind dann insgesamt so 7000 Euro, die ich ausgegeben habe. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Damit ich lange qualitativ hochwertige 4K-Videoaufnahmen schneiden und editieren kann, brauche ich einen einigermaßen modernen Computer, der in der Lage ist, große, sehr umfangreiche 4K-Dateien auch zu verarbeiten, ohne dass er sich aufhängt während der Bearbeitung. Das heißt, ich habe mir, weil ich überhaupt keinen einigermaßen zeitgemäßen Laptop habe, einen neuen Laptop kaufen müssen, der leistungsfähiger ist. Habe dann sowieso einen der allergünstigsten genommen, die ich finden konnte, waren aber trotzdem 300 Euro extra. Dann habe ich nochmal 150 Euro ausgeben müssen für eine Jahreslizenz für die Verwendung von Musik- und Sounddateien. Denn YouTube ist extrem restriktiv, was Urheberrechtsverletzungen angeht. Wenn ich ein einziges Mal in einem Video irgendein Musikstück, irgendein Audioeffekt verwende, der urheberrechtsgeschützt ist, werde ich sofort eine Verwarnung kriegen. Nach 2 oder 3 Urheberrechtsverletzungen wird mein Kanal gesperrt werden. Ich habe tatsächlich mal einen Städtereise-Vlog aufgenommen, wo ich mit der Kamera durch die Stadt laufe, öffentliche Plätze und Gebäude filme und habe eine Urheberrechtsverwarnung bekommen, weil ich auf einem öffentlichen Platz gefilmt habe, wo man im Hintergrund 3 Sekunden lang hört, wie jemand mit einem Handy vorbeigeht, auf dem man Musik hört. Und weil im Video 3, 4 Sekunden dieses Liedes hörbar sind, ist das eine Urheberrechtsverletzung, für die ich eine Verwarnung bekommen habe. Und nach 3 Verwarnungen ist normalerweise der Kanal weg. Das heißt, auf YouTube sollte man es tatsächlich nicht riskieren, dass man eine Verwarnung deswegen bekommt. Das sind die direkten finanziellen Ausgaben, die ich für den Kanal im weitesten Sinne habe. Wobei, wie gesagt, ich noch einmal betonen muss, das Equipment, das ich jetzt habe, bräuchte ich nicht vollständig, wenn ich jetzt nur Studio-Videos machen würde, wo ich vor meinem Schreibtisch sitze und in die Kamera rede. Das Equipment in dem Umfang brauche ich nur, wenn ich auch Outdoor-Videos machen will, wenn ich Nachtaufnahmen machen will und vor allem, wenn ich Fotografie auf einem höheren Niveau betreiben will, was jetzt nur indirekt was mit diesem Kanal zu tun hat. Für den Kanal selbst auf dem aktuellen technischen Niveau wird man finanziell mit 2.000, 2.500 Euro wegkommen. Das sind aber nur die direkt finanziellen Ausgaben. Daneben kommt natürlich der Arbeitsaufwand. Es ist eine sehr falsche Vorstellung, die viele Leute von Content Creation auf YouTube haben, dass das darin besteht, dass man sich hinsetzt, auf den Auslösen-Knopf der Kamera drückt und das war der Arbeitsaufwand. Je nachdem, über was für ein Thema ich ein Video mache, habe ich natürlich einen hohen Rechercheaufwand. Wenn ich zum Beispiel ein Politvideo aufnehme, ein Hintergrundvideo über ein Thema, mit dem ich mich bisher nicht intensiv beschäftigt habe, dann kann es durchaus sein, dass ich über einen Monat, dass ich teilweise 2 Monate recherchiere dafür. Selbst wenn es jetzt nur tagesaktuelle Themen sind, die ich sowieso regelmäßig in den Nachrichten verfolge, über die ich schon einiges weiß, muss ich mir trotzdem einige Tage dafür nehmen? Muss ich tagelang jeden Tag mehrere Stunden recherchieren? Brauche ich mindestens 1, 2 Tage, um den Text zu schreiben für das Video? Dann muss ich das Video einsprechen, nachdem ich den Text geschrieben habe. Das dauert je nach Länge des Videos mindestens 1/2 bis 1 Stunde. Denn es sind immer auch einzelne Takes dabei, die technisch missglückt sind, die ich nochmal einsprechen muss. Das kann auch mal 2, 3 Stunden dauern, bis ich tatsächlich durchweg Videoaufnahmen habe, an denen technisch nicht
nichts auszusetzen ist. Ich muss das Setting vorbereiten. Ich muss erstmal versuchen, da mein Zimmer grauenhaft schlecht schallisoliert ist, die Schallsituation, bevor ich ein Video aufnehme, möglichst zu verbessern, indem ich Tücher und Decken vor alle Ritzen stecke, indem ich die Fenster verhänge. Einerseits, um die Schallsituation zu verbessern, andererseits, damit kein Sonnenlicht reinfällt, was die Belichtung ruinieren würde. Ich muss meine fancy LED-Lichter im Hintergrund einschalten, damit das Video auch cooler aussieht. Ich muss die Kameraeinstellungen vornehmen, weil ich für die Aufnahme von Videos andere Kameraeinstellungen brauche, als wenn ich zum Fotografieren unterwegs bin. Das muss ich jedes Mal manuell neu einstellen. Ich muss den Weißabgleich jedes Mal verändern der Kamera, je nachdem, wie gerade aktuell die Belichtung ist, damit die Belichtung gut aussieht. Ich muss kontrollieren, wie aktuell der Tonaufnahmepegel ist in Relation zur Distanz, die mein Gesicht vom Mikrofon hat, damit ich weder übersteuere noch zu leise Aufnahme habe. Ich muss regeln, wie die künstliche Belichtung links und rechts in meinem Kopf aussieht. Das dauert alles. Es ist nicht super aufwendig, aber bevor ich mit einer Aufnahme beginnen kann, habe ich schon mindestens 20, 30, 40 Minuten, in denen ich erstmal alles technisch vorbereiten, alle technischen Settings prüfen muss. Dann kommt die Bearbeitung, nachdem ich fertig bin mit der Aufnahme des Videos. Ich muss das Video schneiden. Ich muss gegebenenfalls Texte einfügen. Ich muss ein Intro hinzufügen. Wenn ich damit fertig bin, muss ich das Video exportieren, was mindestens so eine Stunde dauert. Wenn es exportiert ist, muss ich es auf YouTube hochladen, was je nach Länge des Videos 1 bis 5 Stunden dauern kann. Wenn das Video hochgeladen ist, muss ich Hashtags erstellen. Ich muss eine Videobeschreibung erstellen. Ich muss dann das Video auf Social Media teilen, dafür Screenshots machen, das auf verschiedenen Plattformen stellen. Das ist alles nicht super aufwendig, aber es summiert sich halt. Das sind selbst dann, wenn ich den Text schon fertig habe, am Tag der Aufnahme des Videos locker nochmal 3, 4, 5 Stunden Arbeitsaufwand pro Video. Und wer den Kanal regelmäßig verfolgt, wird sehen, dass die Frequenz, mit der ich Videos einstelle, ziemlich hoch ist. Das ist ein Arbeitsaufwand, den ich aktuell nur machen kann, weil ich einen Teilzeitjob habe, der mir relativ viel Freizeit lässt. Das wäre komplett unmöglich mit einem Vollzeitjob, aber das ist locker pro Monat ein Arbeitsaufwand von 30, 40, 50 Stunden, die ich für den Kanal mache, mit denen ich nichts verdiene. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn ich derart hohe Kosten für die technische Ausstattung des Videos habe, wenn ich einen so hohen Arbeitsaufwand habe, warum monetarisiere ich eigentlich nicht meinen Kanal, um zu versuchen, wenigstens einen Teil dieser Kosten, wenigstens ein bisschen Vergütung für diesen Arbeitsaufwand wieder reinzukriegen? Einer der Gründe, warum ich mich vorläufig gegen eine Monetarisierung entschieden habe, ist ein ganz praktischer, pragmatischer. Der administrative Aufwand, der organisatorische Aufwand, der mit dem kommerziellen Betreiben eines Kanals einhergeht, ist enorm und würde bei der Einnahmehöhe, die ich zu erwarten hätte, einfach in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand stehen. Wenn man mit dem Betreiben eines YouTube-Kanals Geld verdient, dann handelt es sich rechtlich um ein Unternehmen. Dann ist das eine Tätigkeit als selbstständiger Unternehmer. Dann müsste ich für das Betreiben dieses YouTube-Kanals einen Gewerbeschein beantragen und müsste das eigentlich als Unternehmen eintragen. Dann müsste ich akribisch meine Einnahmen und Ausgaben dokumentieren. Ich müsste eine gesonderte Steuererklärung abgeben. Ich müsste, je nachdem, wie viel ich damit verdiene, gegebenenfalls die Krankenversicherung wechseln, eine selbstständige Krankenversicherung gehen. Ich hätte enorme Schwierigkeiten, falls ich jemals irgendwelche Sozialleistungen beantragen muss, wenn ich gleichzeitig auch noch ein Einkommen als selbstständiger Unternehmer habe. Das sind alles praktische Schwierigkeiten, die jetzt nicht unüberwindlich sind, die nicht enorm sind, die aber trotzdem abschreckend sind, wenn man mit dieser Tätigkeit voraussichtlich sowieso nur einen moderaten Nebenverdienst verdienen würde. Die Reichweite meines Kanals ist jetzt nicht so enorm, dass ich davon ausgehen könnte, ich würde mit einer Monetarisierung des Kanals tausende Euro im Monat einnehmen und könnte ein luxuriöses Leben führen, das diesen Aufwand rechtfertigen würde. Realistischerweise zusammen mit den Werbeeinnahmen, an denen ich beteiligt würde und PayPal-Überweisungen von Fans meines Kanals, würde ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wahrscheinlich irgendwas im niedrigen dreistelligen Bereich im Monat dazu bekommen. Das ist mir, solange ich nicht auf Gedeih und Verderb auf solche Einnahmen angewiesen bin, jetzt nicht wert, diesen enormen Arbeitsaufwand zu machen. Das andere ist ein inhaltlicher Grund.
Wenn ich meinen Kanal monetarisieren würde, wenn ich beginnen würde mit dieser Monetarisierung, sei es jetzt indirekt durch Werbeeinnahmen oder direkt durch Überweisungen von Unterstützerinnen des Kanals, eine irgendwie nennenswerte Summe Geld zu verdienen, dann wäre es natürlich so, dass die Motivation hoch wäre, zu versuchen, diese Einnahmen immer weiter zu erhöhen. Und das würde mich in eine Logik bringen, dass ich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen wäre, durch Clickbait möglichst hohe Aufrufzahlen zu erreichen. Einer der komfortablen Umstände meiner aktuellen Situation ist die, dass die Aufrufzahlen von einzelnen Videos oder auch des Kanals insgesamt mein Leben eigentlich direkt nicht beeinflussen. Natürlich finde ich es erfreulich, natürlich bin ich stolz darauf, wenn ein Video, das ich online gestellt habe, sehr gut ankommt, wenn es viele Aufrufe hat, wenn die Kommentarspalte voll ist, wenn ich sehe, dass Leute das tatsächlich interessiert. Aber es ist nicht so, dass irgendwas materiell in meiner Lebenssituation davon abhängen würde, wie viele Aufrufe ein Video jetzt hat. Das erlaubt mir auch den Luxus, ich kann Videos online stellen, von denen ich weiß, dass sie nicht sehr gut ankommen werden, dass sie keine super hohen Aufrufzahlen haben werden, die zu produzieren, ich aber halt Lust habe, weil sie mir Spaß machen, weil ich sie als Hobby gerne einstelle. Wenn ich jetzt einen monetarisierten Kanal hätte, wenn mein Lebensunterhalt zu einem relevanten Teil von diesem Kanal abhängen würde, dann könnte ich mir jetzt nicht mehr den Luxus erlauben, sowas wie meine Lektüre vor, Notizen, wie meine Buchvorstellungen online zu stellen, wie meine Reisevlogs online zu stellen oder wie die Kamera, die Objektivreviews online zu stellen, von denen ich weiß, dass sie auf einem Politkanal nicht sehr gut ankommen werden, keine super hohen Aufrufzahlen haben werden. Es ist bei mir immer so, dass sie kommen auf Spotify ein bisschen besser an als auf YouTube, aber auf beiden wesentlich schlechter als tagesaktuelle politische oder historische Themen. Der YouTube-Algorithmus belohnt eigentlich sehr die Herausbildung von möglichst monothematischen Kanälen. Der YouTube-Algorithmus will nicht, dass auf einem Kanal mehrere sehr heterogene Themen behandelt werden. Die meisten Leute, die meinem Kanal folgen, folgen ihm, weil sie politisch interessiert und linksstehend sind und halt linksradikalen Polit-Content sehen wollen oder marxistisch gefärbten historischen Content. Kaum irgendjemand wird meinem Kanal folgen, weil er die Kamera, die Objektivreviews gesehen hat, von denen es bisher sowieso noch zwei gibt, aber ich will mehr in Zukunft machen, oder weil er ein Review eines Romans des 19. Jahrhunderts gelesen hat, was ja nicht der Schwerpunkt meines Kanals ist, sondern einfach nur ein Nebenaspekt, den ich aus Spaß an der Sache gern mache. Wenn mein Kanal monetarisiert wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich den Eindruck hätte, es ist Zeitverschwendung, unter hohem Arbeitsaufwand eine Lektürenotiz, ein Objektivreview oder einen Städtevlog online zu stellen, von dem ich weiß, dass es wahrscheinlich nur 500, 1000, maximal mal 1500 Aufrufe bekommen und keine Chance hat, 2000, 3000, 4000, 5000 zu erreichen. Das heißt, die Monetarisierung würde mich dazu zwingen, meinen Kanal auf eine Weise zu betreiben, dass sein Betreiben mir weniger Spaß machen würde. Andererseits würde es mich auch dazu zwingen, die Ausrichtung des politischen Contents etwas zu verändern. Es ist grundsätzlich so, dass sehr polemische und meinungsstarke Beiträge mit einem möglichst clickbaitigen Titel immer besser ankommen als etwas, das ein langer Text ist, das nüchtern argumentiert ist, das einen sachlichen, seriösen Titel hat. Das meist aufgerufene Video in Relation zur Zeit, wo es schon online steht, das ich jemals online gestellt habe auf meinem Kanal, ist der Diss gegen das Antilopen-Gang-Lied. Ein Diss, für den ich jetzt auch nicht schäme. Ich finde, die Punkte sind durchaus richtig, die ich vorgebracht habe. Aber es ist jetzt kein qualitativ tolles Video. Es ist einfach nur ein spontanes Abreagieren über etwas, das ich auf Social Media gesehen habe, das mich in den Tagen vorher aufgeregt hat. Etwas, wo ich einfach mal naja, gut, das Video hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, nicht 10 Minuten. Aber etwas, wo ich einfach mal kurz meiner Wutausdruck verschaffen wollte über eine Entwicklung, die ich auf Social Media gesehen habe. Und das hat einfach mehrfach mehr Aufrufe als ein längerer, gut argumentierter, sachlich dargelegter Text über irgendein Sachthema, an dem ich tagelang schreibe, wo ich 30, 40.000 Zeichen schreibe und einen dreiviertelstündigen, gut komponierten Vortrag einspreche.
Wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, Geld zu verdienen, wenn das ein großes Anliegen meines Kanals wäre, dann müsste ich aber solchen Content priorisieren. Dann müsste ich versuchen, lange gut durchargumentierte, in Textform vorher niedergeschriebene, gut durchdachte Beiträge zurückzufahren, weil die einfach weniger ankommen. Und andererseits immer mehr polemische, möglichst emotionale, aktuelle Einwürfe zu irgendwelchen gesellschafts- und kulturpolitischen Themen aufzunehmen, die gerade stark diskutiert werden, die gerade sehr kontrovers sind. Das würde ich nicht wollen. Es ist jetzt schon so, dass ich absolut der Meinung bin, dass Polemiken, dass auch emotional aufgeladene Polemiken ihren Platz haben. Ich werde auch mit Sicherheit, wenn irgendein aktuelles gesellschaftliches Phänomen mich gerade besonders aufregt, auch immer mal wieder in Zukunft einen nicht groß vorbereiteten, spontanen, etwas emotionaler gefärbten Kommentar dazu aufnehmen. Davon will ich aber eigentlich nicht, dass es denn der Hauptinhalt, dass es der Schwerpunkt meines Kanals ist. Der Schwerpunkt meines Kanals, und ich glaube auch der Grund, warum viele Leute diesen Kanal schätzen gelernt haben, sind die tagelang im Voraus fixierten, verniedergeschriebenen, lang gut recherchierten Vorträge über Hintergrundthemen, über theoretische Fragen, über im weitesten Sinne philosophische oder polittheoretische Fragen und auch aktuelle gesellschaftliche Themen und nicht kurz eingesprochene, spontane, emotionale Ausbrüche. Es ist nun alle außerdem so, dass wenn der Kanal monetarisiert wäre, damit auch eine stärkere Erwartungshaltung der Zuschauerinnenschaft einhergehen würde. Wenn die Leute mir Geld geben für das Betreiben des Kanals, dann haben sie natürlich eine Erwartungshaltung. Dann haben sie die Erwartungshaltung, dass ich sehr regelmäßig Content produziere. Momentan mache ich sowieso ziemlich viele Videos, stelle sehr regelmäßig Videos online, aber es kann auch absolut sein, dass ich mal 2, 3, 4 Wochen keine Lust habe, keine Motivation habe, ein Video aufzunehmen. Dass ich mal längere Zeit nur in niedrigerer Frequenz Videos aufnehmen will. Das wäre etwas, was mir wahrscheinlich angekreidet würde, wenn Leute mich dafür bezahlen, diesen Kanal betreiben, wenn ich dann sage, ich habe jetzt aber einen Monat keine Lust, ein neues Video aufzunehmen. Leute hätten die Erwartungshaltung, dass ich Videos über Themen mache, die sie besonders interessieren, die sie gerade einfordern. Die Leute hätten die Erwartungshaltung, dass ich mein technisches Equipment noch weiter ausbaue, auch wenn ich jetzt schon immens viel Geld dafür ausgegeben habe. Die Leute würden kurz gesagt mehr und mehr halt einen Eindruck bekommen, dass ich ihr bezahlter Dienstleister bin, das ist etwas, was mir eher unangenehm ist. Ich betreibe diesen Kanal gern, es macht mir Spaß, Videos zu produzieren, sonst würde ich nicht so viel Geld und so viel Arbeitsaufwand reinschicken. Und ich finde es natürlich sehr befriedigend, wenn ich positive Resonanz dafür bekomme, wenn ich sehe, dass es Leute freut, was ich mache, dass es positiv ankommt. Aber ich will eigentlich mit diesem Kanal nicht in die Rolle kommen, eine Art bezahlter Entertainer zu sein, der eine Erwartungshaltung seines zahlenden Publikums erfüllen muss. Das ist einfach eine unangenehme Situation. Wie ich anfangs schon gesagt habe, bedeutet das nicht, dass ich eine Monetarisierung des Kanals jetzt kategorisch ausschließe. Wenn ich zum Schluss kommen würde, dass die zu erwartenden Einnahmen dadurch so hoch wären, dass ich davon weitgehend oder sogar vollständig irgendwann meinen Lebensunterhalt bestreiten würde, dann würde ich das absolut nicht ausschließen, würde es auch nicht als Heuchelei betrachten, wenn ich trotz dieser Einwände ihn monetarisieren würde. Es macht keinen Spaß, Mindestlohn, Kackjobs in Teilzeit machen zu müssen und in seiner Freizeit diesen Kanal betreiben zu müssen, der super arbeitsaufwendig ist, daneben noch Zeit zu finden für Lektüre, für private Unternehmung, für Fotografie, für die Pflege sozialer Beziehungen, für Reisen und so weiter. Es wäre mir natürlich lieber, wenn ich vom Betreiben dieses Kanals leben könnte und auch noch passabel leben könnte. Und wie gesagt, wenn ich jemand zur Einschätzung komme, wahrscheinlich werde ich super viel Geld damit verdienen, dann würde ich es in Erwägung ziehen, aber momentan sehe ich das einfach nicht. Das sind so die Gründe, warum ich aktuell nicht daran interessiert bin, den Kanal zu monetarisieren, aber die Leute auch nicht schockiert und empört sein sollten, falls irgendwann in 1, 2 Jahren ich doch ihn monetarisiere und darum bitte, mir Unterstützungsbeträge zu überweisen oder ich sonst irgendeine Form von bezahltem Content machen sollte. Das ist für mich keine Prinzipienfrage, es ist eine Frage der praktischen Abwägung. Das war's für heute mit der Darlegung der finanziellen Situation dieses Kanals, der Vorteile und Nachteile der Monetarisierung.
Und ich werde in den nächsten Wochen nochmal versuchen, nochmal Olaf Scholz zu erreichen, um den Unterstützungsfonds der Bundesregierung für volkszählen, staatszersetzenden Linksradikalismus etwas zu erhöhen. Weil wer weiß, vielleicht gibt es wieder eine Erhöhung der Extremismusausgaben der Bundesregierung und ich muss gar nicht mehr arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.